Das ist die Geschichte von Sascha und Anna aus Berlin. Bei ihnen ist ein Amerikaner zu Besuch. Aber er kann nicht sehr gut Deutsch sprechen. Stil hat er auch nicht. Aber er sieht total gut aus. Und Nick findet heraus, dass Sam sehr, sehr reich ist. Hier ist die nächste Folge von Extra. Traumboy. Ich heiße Anna. Ich bin 19 und ein absoluter Tierfan. Ich liebe Schokolade. Schokoladeneis, Schokoladentorte, Pralinen und Brot mit Nutella. Was machst du denn da, Anna? Ach, nichts. Hallo, Traumgirl. Mach meinen Traum wahr. Na nun, was ist denn das? Oh, total süß. Hey Leute, seid ihr Sascha? Los geht's. Und Kopf nach rechts und links und rechts. Sam? Und links. Und gleich nochmal. Sam! Ja, und links und nach rechts. Oh, hi, Sascha. Hoch und runter. Und hoch und runter. Und hoch. Hoch und runter. Na, mach weiter, Sam. Nochmal. Und eins und zwei. Und Kniebeugen. Und eins und zwei. Drei und vier. Und nochmal. So. Sam hat Cindy so eine Top-Fitness-Übung gefunden. Cindy, das ist doch Schnee von gestern. Jetzt werde ich Sam mal ein paar Übungen zeigen. Nein, Sam! Hey, was ist los? Fit mit Cindy? Nein, fit mit Sascha. Das ist viel besser. Aber Cindy... Schon gut. Anna, die Musik bitte. In die Knie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Arme hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, und jetzt schneller. Geh nur los, nicht schlapp machen. No, I can't. Oh, mir tun die Beine weh. Schneller! I can, Sascha. Ja! Schneller! Ja! Nein, nein! Oh. Hallo, Nick. Wir machen Sport. Ja, das sehe ich ja. Okay. Ich hab Durst. Ich muss meine E-Mails checken. Was ist denn? Nein, danke. Ladies first? Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Nein, 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 du trinkst zuerst. Nein, du. Mensch, gib schon her. Hey, drei Nachrichten. Oh nein. Was denn? Anna hat im Internet geflirtet. Lass dich mal sehen. Nein. Komm schon, Anna. Danny on the Internet. Wow. Gut, weil du es bist. Hallo, Anna. Hier ist Rocky, der Tennisstar. Sag mal, Baby, willst du mit mir Tennis spielen? Geht. Was ist denn das für ein Typ? Okay, hier ist Nummer zwei. Hallo, kleine Anna. Ich bin ein absoluter Tierfan. M. Vogel. Tierpräparator. Geh, dein Tierpräparator, wie schrecklich. Louis. Ist schon gut, Louis. Anna, was ist ein
Zielpräparator? Das ist ein... Ein... Hey, du hast dir echt Glück beim Flirten. Anna, kannst du so gut kochen wie meine Mutter? Magst du Lokomotiven? Können wir uns heute treffen? Detlef Meyer 24. PS, um 5 muss ich bei meiner Mama sein. Also liebe Zeit. So finde ich nie einen Freund. Die Männer wollen immer Sascha. Wirklich? Mensch, Anna, es kommt darauf an, wie du schreibst und nicht was. Wie? Ich wette, ich kann eine Freundin übers Internet finden. Nee, du kannst ja alles. Ich wette, du kannst das nicht. Doch kann ich das. Und was würdest du schreiben? Ich bin 1,85 groß. Maximal 1,8. Ich habe schwarze Haare. Dunkelbraune. Hey, ich bin ein absoluter Tierfan. Lügner. Und ich mag schnelle Autos. Und natürlich schöne Frauen. Ich würde dir antworten. Ja, wirklich? Komm doch, Anna, wir gehen ins Fitnesscenter. Komm doch! Mehr Sport. Sam? Hm? Mach mal die Waschmaschine an. The washing, sure. No problem. Ach, und Nick? Ja? Kannst du meine Pflanze bitte mit Wasser besprühen? Die Flasche mit dem Wasser ist im Bad. Ja, geht in Ordnung. Nick? Ja. Was ist ein Tierpräparator? Das ist ein, ein... Ach, ist sowieso egal. Mom, do we have dating on the internet back home? Why do I want to know? Oh, just curious. Schwesterherz, Anna hat heute im Internet geflirtet. Hey, 3 Nachrichten. Sie hat 3 katastrophale Antworten bekommen. Unglaublich. Im Internet flirten ist total einfach. Ich wette, ich kann eine Freundin übers Internet finden. Hey Joe, ich könnte eine Freundin im Internet finden. Kein Problem. Yes, Mother, I'll be careful. Sam, hier kommt die erste Frage. Wie findet man Freundinnen? Freundinnen? Ja, du weißt schon, na girls. Freundinnen. Ah, Freundinnen. Ach so. Keine Freundin. Noch nie. Du hast noch nie eine Freundin gehabt? Wow! Du? Hast du schon Freundinnen gehabt? Klar, total viele. 10? Hunderte. Ja, Frauen, so wie Sascha, mögen schnelle Autos, Geld und sie tanzen gerne. Also, tanzen. Ich liebe tanzen. Nein, 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 nicht so, nicht so. Pass auf, so geht das. Ich kenne mich da aus, Sam. Vertrau mir. Ich habe auch schon einen Plan.
Oh, Hilfe! Sam, Annas Pflanze! Die Sprühflasche mit dem Wasser im Bad. Ah, alles klar. Wasser. Sehr gut. Cold or ice? Nick? Yeah? Such as cold or ice? Ooh, sehr heiß. Sehr heiß? Super. Sam, hier werden wir sie finden. Girls, girls, girls. Yo, yo, yo! Hey, genial! Sam, du brauchst ein neues Aftershave. Egal. Komm, das müssen wir feiern. Let's go. Sabrina, Karina, Lara. Die E-Mails sind alle für Sam und Nick und sie sind alle von Mädchen. Ich ahne etwas. Hallo, Sam und Nick. Ja, wir sind total hübsch und wir tanzen gerne. Und natürlich finden wir Millionäre super. Fifi und Sarah. Schau mal, das gibt's doch nicht. Bist du hübsch? Hast du eine hübsche Freundin? Tanzt du gerne? Magst du schnelle Autos? Findest du Millionäre super? Dann schreib uns eine E-Mail. Wir sind Nick und Sam Scott, die Millionärsbrüder. Die haben einfach ihre Fotos auf das Auto geklebt. Das ist doch ein Witz. Und dafür bekommen sie E-Mails von 633 Frauen? Aber sie wissen noch nicht, dass sie 633 E-Mails haben, oder? Nein, das wissen sie nicht. Und wir gehen ins Internetcafé. Ich habe eine Idee. Der arme Computer! Wir haben bestimmt 1000 E-Mails. Yeah! Was? Wir haben eine. Nur eine?
Hallo Sam und Nick. Wir sind zwei Balletttänzerinnen. Wir tanzen in einem Musical an der Deutschen Staatsoper. Hey! Tänzerinnen! You mean... Dancers? Ja, so ungefähr. Okay, wow! Wenn unsere Show zu Ende ist, treffen wir euch in eurer Wohnung. Ist 22 Uhr okay? Bella und Struppi, PS, wie ist eure Adresse? Wow, die hören sich ja fantastisch an. Was? Bella und Struppi kommen hierher, wenn ihre Show zu Ende ist. Um 22 Uhr. Um 22 Uhr. 19, 20, 21, 22. Hey, warte mal. 22 Uhr? Das ist in 3 Stunden. Hä? Was zieh ich an? Und was siehst du an? Sascha und Anna. Kein Problem. Ah. I helped Dad around the house today. I watered the plants and I did the washing. Nope, they haven't got any staff here. Nadja, schlechte Nachrichten. Sam hat meine Pflanze mit Parfüm besprüht. Meine Pflanze. Meine arme Pflanze. Und er hat Wäsche gewaschen. Aber sehr heiß. Sascha war gar nicht happy. Sam! Hallo Joe. Sam und ich haben heute ein Date. Hey! Mit 2 Tänzerinnen. Dancers? Wow! What dating on the internet? Oh mother, I haven't even thought about it. Hey Nick, was soll ich sagen? Mensch, relax. Das ist doch total einfach. Ja, klar. Nick mit seinen 100 Freundinnen. Naja, also, es waren schon weniger als 100. 50? Hm? Nicht ganz. 10? Nein. 5? 4. 3? 2? 1? Nein! Panik? Cool bleiben. Hi. Hallo. Nick und Sam. Hier sind wir. Ja, kommt doch hoch. What do I say? Okay. Wir brauchen ein Skript. Du hast wunderschöne Augen. Du hast wunderschöne Augen. Nein. Ohren, Augen, Ohren, Augen. Ja, okay. Dein Lächeln ist so süß. Dein Hecheln ist so süß. Nein, nicht dein Hecheln. Dein Lächeln. Dein Lächeln ist so süß. Dein Haar glänzt so schön. Danke, Nick.
verstehst du denn gar nichts? Ihr Haar glänzt so schön. Alles klar? Wir dachten, ihr wärt Tänzerin. Ach so, ihr seid Tänzerin. Tanzende Hunde im Musical Wow Wow. Kommt doch rein. Please, sit down. Setzt euch. Psst, denk an das Skript. Dein Lächeln ist so süß. Du hast wunderschöne Ohren. Augen. Psst, Augen. Augen. Du hast wunderschöne Augen. Bist du ein Millionär? Bin ich ein Millionär? Bist du ein Millionär? Bist du ein Millionär? Nein, nein, wir sind Millionäre. Das ist ja, und das und das hier bezahlen. Ja, wir sind die Tänzerinnen aus dem Internetcafé. Und ihr seid Millionäre. Oh ja, sehr witzig. Und ein guter Trick, um mit Mädchen zu flirten. Und mein schnelles Auto habt ihr auch. Ja, guter Witz, ne? Aber das ist mein Auto. Aber dein Lächeln ist wirklich so süß. Und du hast wunderschöne Augen. Die Verwandte! Ich muss los! Sam! Schnell! Versteck dich im Schlafzimmer! Aber dein Haar glänzt wirklich schön. Sascha! Ja? Sag mal. Ja? Was ist ein Tierpräparator? Wie bitte? Nächstes Mal im Extra. Sam sucht einen Job. Sascha und Anna erleben eine Überraschung. Und es kommt jemand zum Abendessen. Das dürft ihr nicht verpassen. Also, bis dann.